Ozeane sind das Fundament der Weltwirtschaft. Der Nahe Osten ist das Drehkreuz im Seetransport und zugleich Quelle des wichtigsten Rohstoffes, Öl. Alle Seewege hier münden in Meerengen. Diese Nadelöhre sind der Schlüssel zur Kontrolle des Nahen Ostens. Und der lag bisher fest in der Hand der USA und des Westens. Die Straße von Hormus verbindet den Persischen Golf mit dem Indischen Ozean. Ein Fünftel des gesamten Rohöls wird durch diese Meerenge transportiert. Politische Spannungen zwischen dem Iran, Israel und den USA machen die Gegend zu einem Krisenherd. Die Folgen können für jeden spürbar werden, der Öl verbraucht. Im Südwesten mündet der Golf von Aden in die Meeresenge von Bab el-Mandeb. Hier liegt das bevorzugte Jagdgebiet der somalischen Piraten und der Piratenjäger. Beides Protagonisten im Machtspiel um den Erhalt der westlichen Dominanz in dieser Region. Im Norden liegt der Suezkanal, das Tor zum Mittelmeer. Jahrzehntelang kontrollierte der Westen Ägypten und den Kanal. Aber all das ändert sich gerade. Nach 500 Jahren westlicher Herrschaft übernimmt die einheimische Bevölkerung wieder die Kontrolle. Im Nahen Osten sind neue Spieler und neue Regeln am Werk. Auch weit entfernte Länder sind auf die Region und ihr Öl angewiesen. Sie haben immer mehr Schiffe und ihr Einfluss wächst. So kollidieren nun chinesische Interessen mit amerikanischen. Eine Supermacht, die die ganze Welt beherrscht, ist nicht tragbar. Von Libyen in den Iran, vom Mittelmeer bis hin zu den Küsten der somalischen Piraten werden die Weichen im großen Spiel um Macht und Öl neu gestellt. Alles dreht sich um die Kontrolle der Seewege. Die Sicherung des Seetransports ist für die ganze Welt von entscheidender Bedeutung. Dieses Spiel lässt sich am besten von hoher See aus beobachten, von Deck eines Schiffes. Die Progress ist ein 228 Meter langer Öltanker. Sie transportiert Kerosin aus dem Persischen Golf nach Europa. Ein kleines Rädchen in der globalen Energieversorgung. Ich heiße Alexandre Trudeau. Auf dem Weg vom Persischen Golf ins Mittelmeer ist die Progress mein Beobachtungsposten. Ich will erkunden, wie sich auf See die Machtverhältnisse im Nahen Osten verändern. Und wie ein jahrhundertelanges Kapitel der Geschichte zu Ende geht und eine neue Weltordnung entsteht. Der Westen hat die Welt durch Imperialismus und Neokolonialismus bestimmt. Aber das ist vorbei. Es sollte keine Imperien geben. Bei so vielen Staaten sollte man Geschäfte friedlich durch freien Warenaustausch abwickeln. Aber so ist die Welt nicht. The Barren Rocks of Aden. A Piper's Tune, which was famous throughout the Empire. The Barren Rocks of Aden. Aufstieg und Fall von Imperien haben eine lange Tradition im Nahen Osten. Das letzte Gefecht des British Empire wurde vor 50 Jahren in Aden ausgetragen. Von hier aus haben die Briten einst ihre Macht über Seewege und Meerengen aufgebaut. This port lives on oil and it also protects the sources of that oil. In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts konnten sich die Briten die Rolle als Weltherrscher nicht mehr leisten und wurden als Kolonialherren aus der Region vertrieben. Mit der Zeit kostet ein Imperium mehr, als es einbringt. Deshalb halten sie nicht ewig. Großbritannien war pleite. Aber der Westen hatte bereits einen neuen Herrn und Meister. Nach dem Krieg konnten die USA Organisation und Kontrolle der Welt übernehmen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg empfing US-Präsident Roosevelt den saudischen König Ibn Saud an Bord eines amerikanischen Kriegsschiffes. Die USA waren sofort da, auch weil sie die Bedeutung des Öls und die zukünftige strategische Bedeutung der arabischen Wüsten erkannten. Es geht um Kontrolle dort, denn das bedeutet ein enormes Maß an Kontrolle über die gesamte Welt. Saudi-Arabien war damals ein unterentwickelter Wüstenstaat und Amerika der größte Ölproduzent. Die Welt war inzwischen ganz wild auf das schwarze Gold. Und es war klar, dass man alle Ölquellen würde ausschöpfen müssen, um den unersättlichen Durst zu löschen. Saudi-Arabien wurde quasi zum amerikanischen Satellitenstaat. Das ist Roosevelts Erbe an die Welt nach 1945. 65 Jahre später ist Saudi Aramco, die Firma, die zum Symbol dieser wichtigen Partnerschaft wurde, immer noch der größte Ölproduzent der Welt. Und da die Saudis über immense Ölreserven verfügen, wird sie das wohl auch bleiben. Ghawar kann man nicht übersehen. Es ist das größte Öl- und Gasfeld in der Welt. Es wird ewig Öl produzieren. Wir haben Reserven von 260 Milliarden Barrel. Unvorstellbar viel Öl, das die Saudis der Welt geben können. Saudi-Arabien hat sehr viel durch das Öl verdient. Diese Gelder hat man sehr klug in das Volk und das Land investiert. Materiell lebt es sich komfortabel in Saudi-Arabien. Politisch wird das Land autoritär regiert. Wir in Saudi-Arabien wissen genau, was wir von unserer Regierung wollen und kennen unser politisches System. Und wir sind durchaus zufrieden damit. Wo früher unbewohnte Wüste war, spielen heute die Reichen. Der Wohlstand, den das Öl bringt, sichert bisher den inneren Frieden. Aber das Öl der Saudis wird auf dem Seeweg transportiert. Dazu sind sichere und offene Seewege unabdingbar. Bisher garantieren das diese US-Stützpunkte. Wir kontrollieren das Meer und die globalisierte Weltwirtschaft. Damit haben wir die größte Macht. Dass sie den Zugang zum Öl kontrollieren, das macht die USA zur Weltmacht. Tankschiffe wie die Progress sind hier nur sicher, dank des Konzeptes der globalen Dominanz der USA, genannt Pax Americana. Für Captain Amo und seine philippinische Mannschaft ist die Fahrt ein Routinetrip. Noch sind die Seewege recht problemlos zu befahren. Aber unsere Route führt an einem Land vorbei, das sich nicht so richtig in die amerikanische Aufteilung der Welt fügen will. Der Iran. Anfang der 50er Jahre wollte der Iran sich westlicher Kontrolle entziehen und seine Ölproduktion verstaatlichen. Die USA und Großbritannien verhinderten das, indem sie den ihnen willfährigen Schah an der Macht hielten. Die Souveränität anderer wurde nicht geduldet, sobald das Amerikas Macht bedrohte. Aber man reagierte nicht offen. Als das System 1979 durch den Sturz des Schahs zusammenbrach, wurde es aus angloamerikanischer Sicht noch schlimmer. Dreißig Jahre später hält der Iran noch immer dagegen. Und er kann die Straße von Hormuz kontrollieren. Das enge Nadelöhr ist leicht von der Küste aus zu beherrschen. Man kann es bombardieren, verminen oder blockieren. Dass der Iran Zugriff auf den Norden der Meerenge hat, ist dem Westen ein Dorn im Auge. Denn dadurch kann der Westen den sicheren Transport des Öls über die Weltmeere nicht mehr garantieren. Und sollte das Öl nicht mehr fließen, würden die Ölpreise in ungeahnte Höhen schießen. Die Progress hat wertvollen Raketentreibstoff geladen. Während das Schiff durch die Straße von Hormuz gleitet, macht sich Kapitän Amo keine Gedanken über die Absatzmärkte seiner Ladung. Die Mannschaft hat ganz andere Probleme zu bewältigen.
Ein alter Feind des Überseehandels lauert auf dem Weg vor ihnen. Hier im Indischen Ozean bedrohen Piraten die Sicherheit der Schiffe. Und sie haben es besonders auf Öltanker abgesehen. Der Indische Ozean ist ein Chaos mit diesen ganzen Piraten. Das Leben ist jetzt anders. Da macht unser Beruf keinen Spaß mehr. Stacheldrahtzäune, Vogelscheuchen, Wasserwerfer, bewaffnete Wachen. Alles Abwehrmaßnahmen gegen drohende Piratenangriffe. Für die Mannschaft der Progress ist unbegreiflich, dass der Westen, der bisher den sicheren Transport des Öls gewährleistete, das Piratenproblem nicht längst gelöst hat. Off the coast of Somalia today, pirates hijacked yet another cargo ship. C'est le deuxième pétrolier en deux jours à tomber aux mains des pirates. La piraterie a connu l'an dernier un bond de 40% dans le monde. Die Piratenangriffe sind eine Verlagerung der Anarchie vom Land aufs Meer. Somalia hat die längste Küste Afrikas. Es ist ein maroder Staat. Kein Wunder, dass es dort Piraten gibt. Schon wieder muss Somalia eine Dürre ertragen. Ob durch Natur oder den Menschen verursacht, das Land leidet seit Jahrzehnten. Das Einschreiten des Westens im somalischen Bürgerkrieg endete 1993 in einer Katastrophe. Es herrscht Chaos in Somalia. Und durch die Piraten breitet es sich zunehmend auf die Seewege aus. Findige Geschäftsleute haben aus dem wenigen, das Somalia noch bleibt, Kapital geschlagen. Tüchtige Arbeitskräfte und an der Küste strategisch günstig gelegener Grundbesitz. Bei diesen geografischen Bedingungen ist die Piraterie eine Art Mautgebühr. Schmale offene Ruderboote treiben wochenlang über den Indischen Ozean auf der Suche nach 60.000 Tonnen Tankern. Eine seltsame Mischung aus Hoffnungslosigkeit, Gewalt und unternehmerischem Draufgängertum. Das sind verzweifelte Aktionen verzweifelter Menschen. In Somalia gibt es keine Industrie, keine Entwicklung. Das Gewehr ist dein Arbeitgeber. Damit kannst du deinen Lebensunterhalt verdienen. Diese schwer bewaffnete Bande von Piraten vertreibt sich die Zeit damit, Kat, eine hier sehr beliebte Droge, zu kauen. Unser Leben von früher ist kaputt. Das wird es nie wieder geben. Wir nehmen jedes Schiff, das wir kriegen. Solange welche hier langfahren, werden wir sie angreifen. Somalische Piraten gefährden die Seewege und damit die Pax Americana, den Frieden, der auf der Akzeptanz der US-Dominanz beruht. Die Schiffe passieren die Gewässer wie eine am Wolfsrudel vorbeiziehende Schafherde. Die, die abseits laufen, Schwäche zeigen oder vom Weg abkommen, sind leichte Beute. Aber die Jäger sind mittlerweile auch Gejagte. Wenn man weiterhin 90% des Welthandels mit Schiffen abwickeln will, muss man für offene Seewege sorgen. Und das geht heute nur mit Kriegsschiffen. Die Esbjerns Narr ist eine dänische Fregatte, die im Auftrag der NATO Piraten jagt. Auch Europa braucht die Waren und das Öl aus dem Osten. Und die Dänen sind eine traditionelle Seefahrernation und damit die perfekten Verbündeten im Kampf der Amerikaner gegen die Piraten.
Aber ihre Mission ist nur mäßig erfolgreich. Die Gefahr lauert immer noch da draußen. Das Gebiet ist einfach zu groß. Deshalb sind die Dänen auf eine neue Taktik verfallen. Sie patrouillieren entlang der somalischen Küste. Wir halten Ausschau nach Aktivitäten an Land. Irgendwas, was mit den Piraten zu tun hat. Solange die Piraten am Strand sind, kapern sie keine Schiffe. Aber selbst wenn sie einmal verdächtige Piraten aufgreifen, lässt man sie bald wieder frei. Das ist besser, als hier auf sie aufzupassen. Denn wir sollen die Angriffe verhindern, aber nicht Piraten fangen. Wir haben zwei Ruderboote aufgegriffen, die Hälfte der Typen hatten wir schon mal an Bord. Wir haben ihre Personalien wieder aufgenommen und sie dann gehen lassen. Mit dieser Taktik scheint der Westen dazu verdammt, dieselben Piraten wieder und wieder zu bekämpfen und seine Kriegsschiffe auf ewig in diesen Gewässern zu belassen. Aber vielleicht ist ja genau das auch gewollt. In Europa wächst auch die Tendenz, die Piraten an Land in Somalia bekämpfen zu wollen. Jedem ist klar, dass man die Piraten an Land in Somalia bekämpfen muss. Die Somalier haben sich lange gegen die Einmischung von außen gewehrt. Viele sind, wie dieser ehemalige Chef der Küstenwache, der Auffassung, das Ausland solle lieber die eigenen somalischen Bemühungen unterstützen. Wenn sie uns helfen wollen, sollen sie unserer Küstenwache helfen, unsere Leute zu beschützen. Doch die Piraten sind nicht der einzige Grund für die gewaltige Aufrüstung der westlichen Marine in diesen Gewässern. Dieser alte Zementfrachter tut nur seinen Job. Aber die Flagge des Schiffes macht die Offiziere auf der Esperance Nare neugierig. Das Schiff fährt unter nordkoreanischer Flagge. Es ist auf dem Weg nach Südsomalia. Es ist unterwegs nach Kismayo, einem wichtigen Hafen der Al-Shabaab-Bewegung, einer radikalen, anti-westlichen, islamistischen Gruppierung, die das südliche Somalia kontrolliert. Auch wenn der Frachter nichts mit Piraten zu tun hat, verfolgen die Dänen ihn und gehen mit einer Einsatztruppe an Bord. Wir haben mit dem Kapitän gesprochen. Er war einverstanden, dass wir an Bord kommen. Wir haben ihm Tipps gegeben, sich gegen die Piraten zu wehren. Wenn die Kontrolle des Westens über diese Gewässer schon so gefährdet ist, dass ein paar Piraten eine echte Bedrohung darstellen, wird die Konkurrenz diesen Machtverlust bald ausnutzen. Denn die Hoheit über die Seewege ist schließlich das große Spiel der Weltmächte. Da wollen alle mitmachen. Chinesen, Russen, Iranern, alle, die Interessen über ihre eigenen Machtgebiete hinaus haben, sind da. Piraten haben die Seemächte schon immer in Gebiete gebracht, in denen sie sich sonst nie aufgehalten hätten. Auf den internationalen Routen lauern noch andere Gefahren. Tief in der Nacht gleitet die Progress durch das Bab el-Mandeb, die zweite wichtige Meerenge im Nahen Osten. Bab el-Mandeb bedeutet Tor der Tränen. Auch hier kann es Probleme geben. Das Tor ist die Seeverbindung zwischen Asien und Europa. Die Durchfahrt ist schmal und die angrenzenden Regionen politisch instabil. Gerade weil die Passage so gefährlich ist, braucht man dringend einen ruhigen Platz, um die Schiffe warten zu lassen. Djibouti heißt der sichere Hafen, an dem hier keiner vorbeikommt. Statt die Schiffe mit Piraten anzugreifen, haben die Einwohner Djiboutis einen friedlichen Weg gefunden, Profit aus der Situation zu schlagen. Freunde und Kontrahenten sind hier dicht beieinander. Jeder beobachtet jeden. Alle scheinen an friedlicher Koexistenz interessiert. Die Franzosen waren einst die Kolonialherren in Djibouti. Sie sind noch heute hier. Die Amerikaner sind auch präsent. Von ihrer Militärbasis aus lancieren sie Spezialoperationen und fliegen Drohnenangriffe in der Region.
Auch die Japaner richten sich mittlerweile hier ein. Und die Russen sind schon da. Sogar die Iraner haben ihre Spuren hinterlassen. Die Islamische Republik hat das neue Parlamentsgebäude des Landes finanziert. Der Iran will in dieser wichtigen Region politisch und militärisch Profil zeigen. Zwei iranische Zerstörer patrouillieren im Golf von Aden. Ihr offizieller Auftrag? Der Kampf gegen die Piraten. Die Piraten bieten ihnen den Vorwand zu zeigen, dass ihre Seestreitkräfte einsatzbereit sind. Im großen Spiel um Macht und Öl haben alle Protagonisten ihre Figuren am Tor der Tränen postiert. Weiter im Norden, wo sich die Progress mittlerweile befindet, steht noch mehr auf dem Spiel. Der Suezkanal ist die Hauptader des internationalen Warenverkehrs. 24 Stunden lang, jeden Tag, passieren Schiffe den Kanal auf dem Weg in fremde Häfen. Der Suezkanal trennt Afrika von Asien. Britain prepares for the worst in the Suez crisis. 1956 war der Kanal heftig umkämpft. Ägypten wollte ihn zurück und nationalisieren. Aber die Westmächte, die ihn gebaut hatten, waren nicht bereit, die Kontrolle aufzugeben. Ägypten war bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts ein Grundpfeiler des Warenverkehrs im British Empire. President Nasser continues to defy the Western powers and his seizure of the canal. Die Suez-Krise 56 war die letzte Zuckung eines sterbenden Tieres. War vorher noch nicht klar, dass das britische Weltreich am Ende war, dann wurde es danach jedem deutlich. It was clear to everybody. The United States was not consulted in any way about any phase of these actions. The United States. Die USA meinen, sie seien eine antiimperialistische Kraft, aber sie spielen heute eine ähnliche Rolle, wie die Briten sie früher gespielt haben. Die USA sorgten dafür, dass Ägyptens Verstaatlichung des Kanals geduldet wurde, um so den Nationalismus im Zaum zu halten. Aber das Gegenteil war der Fall. Bald kam es zu zwei Kriegen zwischen Ägypten und Israel. Erst 1978 konnten die USA Ägypten in die Pax Americana einbinden. Sie erkauften sich die Kooperation mit jährlich 1 Milliarde Dollar an das ägyptische Militär. Jetzt stand der Kanal sogar Israel offen, Ägyptens langjährigem Feind. Aber trotz großzügiger amerikanischer Zuwendungen über viele Jahre ging es dem ägyptischen Volk wirtschaftlich schlecht. Überall grassierte die Korruption und es gab kaum Arbeit. Die Ägypter wurden immer unzufriedener mit ihrer Regierung. Gleichzeitig vernetzten sich die Menschen im Informationszeitalter immer mehr. Die arabische Welt ist mittlerweile gut versorgt mit Internet und dutzenden Satelliten-TV-Kanälen. Man reagiert prompt auf alles. Wellenartig bewegt sich das innerhalb von Sekunden von Marokko in den Jemen bis nach Oman. Neun kam US-Präsident Obama nach Kairo. Die gesamte arabische Welt wartete auf seinen demokratischen Impuls. Es geht um die Möglichkeit, seine Gedanken zu äußern und mitzubestimmen. Das sind nicht nur amerikanische Ideen, sondern Menschenrechte, die wir überall unterstützen. Zwei Jahre später verändert sich alles. Aber der Aufstand ist nicht unbedingt im Interesse Amerikas. Es stellt sich die Frage, wie viel Nationalismus in der Region die USA ertragen können. Ehemals wichtige US-Verbündete werden schnell fallen gelassen. Der ägyptische Präsident wird von seinem Volk vor Gericht gestellt.
Alle Ägypter waren entsetzt über das, was er getan hat. Wir fanden, dass er, Verzeihung, eine Hure war. Auch im arabischen Frühling in Ägypten geht es für die USA um die Stabilität der Seewege, die Kontrolle des Suezkanals. Die Aufständischen könnten, wie 1956, den Zugang zum Kanal für ihre politischen Ziele missbrauchen. Es ist eine Revolution. Wir sollten keine unbedarften, pro-westlichen, demokratischen, von Google-Funktionären geleiteten Regierungen erwarten. Das ist mehr als unwahrscheinlich. Vermutlich werden es islamistische Regime sein, die sicher noch unberechenbarer sind. Jeder Sieg der Islamisten an der Wahlurne bedeutet weiteren Kontrollverlust für den Westen. Für manchen Araber sicher eine verlockende Aussicht. Sie lassen sich nicht mehr vom Ausland bestimmen und sie vertrauen nicht mehr auf uns, um zu überleben. Auch der Frieden mit Israel war bei vielen Ägyptern nie wirklich beliebt. Viele Araber fragen sich, wie man mit den USA zusammenarbeiten kann, die Israel so sehr unterstützen. Und das, obwohl Israel immer wieder viele Araber demütigt und tötet. Nun, da der Kandidat der Muslimbruderschaft die ersten ägyptischen Wahlen nach dem Sturz Mubaraks gewonnen hat, könnte sich die Spannung weiter aufbauen. Ein von der Muslimbruderschaft regiertes Ägypten wird sich der Sache der Palästinenser annehmen. Krieg ist jetzt sicher keine Option, aber alles hat seine Grenzen. In Zukunft werden Schiffe wie die Progress den Suezkanal wohl nicht mehr so problemlos passieren können, wenn die amerikanische Dominanz in der Region erst einmal gebrochen ist. Die Völker der Welt sind politisch aufgewacht und die Staaten lassen sich nicht mehr vom Westen beherrschen. Das ist eine große Veränderung. Ein Staat muss den Verlust der amerikanischen Kontrolle besonders fürchten. Israel. In Jerusalem wird gebetet. Es ist Tisha B'Av, ein Trauertag, an dem der Zerstörung des ersten Tempels von Jerusalem gedacht wird. Zwar bewegen diese Dinge, die vor ca. 2600 Jahren passiert sind, die Gläubigen auch jetzt noch. Aber die Politiker machen Stimmung mit dem Hinweis auf heutige Gefahren. Ein Iran mit Atomwaffen würde einen atomaren Rüstungswettlauf im Nahen Osten auslösen. Die Bedrohung meines Landes kann nicht zu hoch bewertet werden. Wir müssen Aufrufe zu unserer Vernichtung ernst nehmen. Israel erhält mehr Hilfe und Militärzuwendungen aus den USA als jedes andere Land. Aber die Hardliner in Jerusalem sind empört über Anzeichen von Wankelmütigkeit in Washingtons Politik. In Israel ist man der Auffassung, dass man sich nicht mehr felsenfest auf die USA verlassen kann. Dass die Politik der USA chaotisch, zerrissen und nicht mehr systematisch ist. Besonders das Verhältnis zum Iran sorgt in Washington für Diskussionen. Präsident Obama ist für mehr Sanktionen. Seine Kontrahenten unterstützen die aggressive Haltung Israels. Wir können doch nicht sagen, wir fänden eine Militäraktion Israels gegen den Iran schlimmer als deren Atomwaffen. Noch gibt es keinen Beweis, dass der Iran beschlossen hat, ein Atomwaffenarsenal aufzubauen. Und der engste Verbündete der USA im Persischen Golf, Saudi-Arabien, sieht auch andere Gefahrenquellen. Wir wollen einen Nahen Osten ohne Massenvernichtungswaffen. Das muss auch für Israel gelten. Das Atomwaffenarsenal Israels übertrifft auf jeden Fall alles, was der Iran sich beschaffen könnte. Selbst wenn sie ein paar Atombomben ungewisser Qualität, ohne Zweitschlagsfähigkeit haben, mit einer Luftverteidigung, die leicht zu durchbrechen ist, was bitte soll das für eine Gefahr sein?
Israel hält die Gefahr immerhin für so groß, dass der Premier auf die Möglichkeit eines israelischen Angriffs verweist. Ob mit oder ohne Amerika. Israel behält sich das Recht vor, sich zu verteidigen. Er steht mit dem Rücken an der Wand, auch durch seine eigene Rhetorik. Wenn die Sanktionen im nächsten halben Jahr nichts bringen, wird es militärisch weitergehen. Das Ziel wäre dann die Zerstörung aller zivilen und militärischen iranischen Atomanlagen. Der Iran selbst sieht sich als Bedrohten und nicht als denjenigen, der andere bedroht. Ihre strategische Doktrin ist Verteidigung. Iran ist umgeben von Ländern, die Atomwaffen haben. Israel ist ein Atomstaat, Pakistan. Und die Länder an Irans Grenzen sind von den USA, einer feindlich gesinnten Supermacht, besetzt. Welches Land hätte Abschreckung wohl nötiger als der Iran? Da der Iran bisher nicht über Atomwaffen zu verfügen scheint, kann er sich nur mit konventionellen Waffen verteidigen. Man könnte zum Beispiel einen Raketenangriff auf Israel oder auf die Straße von Hormuz starten. Dabei könnten Minen und Schnellboote mit Raketen ausgerüstet werden, um Öltanker zu versenken. Die Gewässer, in denen die Progress ihre Reise begonnen hat, wären schnell ein großes Schlachtfeld. Und das Öl würde nicht mehr fließen. Solche Dinge können schnell eskalieren. Wenn eine Regierung meint, es geht um Leben und Tod, kann das Ganze ausarten und davon wird keiner etwas haben. Ein verzweifelter Iran könnte sogar direkt auf das Öl zielen. Auf die Produktionsstätten der arabischen Königreiche entlang der südlichen Küsten. Die Anlage von Abqaiq verarbeitet etwa 10% des Weltrohöls. Ein Krieg gegen den Iran könnte also letztlich die Ölförderung lähmen und die Preise explodieren lassen. Auch eine Form der Abschreckung. Es gibt Hinweise, dass der Iran auch andere Formen der Abschreckung nutzen will. Bahrain liegt mitten im Persischen Golf. Die Mehrheit der Bevölkerung sind schiitische Muslime. Dieser Damm verbindet die Insel mit Saudi-Arabien. Im Frühjahr 2011 schickten die saudischen Streitkräfte eine bewaffnete Einheit hinüber. Sie sollte die Regierung von Bahrain im Kampf gegen aufkommende schiitische Unruhen unterstützen. Die Schiiten verlangen mehr Rechte und Regierungsbeteiligung, eine Bedrohung für die sunnitische Monarchie. Die Saudis taten die Unruhen als iranische Verschwörung ab. Diese Leute sind gleich mit der iranischen Flagge rumgelaufen. Wieder mischt sich der Iran in die Angelegenheiten eines Golfkooperationsstaates ein. Deshalb haben die Staaten Bahrain gleich geholfen, denn das war keine Bewegung des Volkes. Wirkliche Sorgen könnte Saudi-Arabien etwas ganz anderes machen. Wenn Bahrain eine echte konstitutionelle Monarchie wäre, und ich denke, das ginge, wäre es für die Saudis noch gefährlicher. In Bahrain liegt einer der wichtigsten amerikanischen Marinestützpunkte. Eine Machtübernahme durch das Volk würde für die Dominanz der Amerikaner im Golf nichts Gutes bedeuten. Die Saudis wollen, dass die USA im Golf weiter stark bleiben. Deshalb ziehen sie auch die iranische Karte. Der Persische Golf kommt nicht zur Ruhe. Da beide Länder im Spiel bleiben wollen, ist die eigentliche strategische Frage, welches Regime hält länger, das in Saudi-Arabien oder das im Iran? In der Region steht viel auf dem Spiel. Und so halten sich die USA mit Kritik an der Unterdrückung der Demokratiebewegung bisher zurück. Zumal sich die Bemühungen um eine Demokratisierung des Iraks für den Westen schon nicht bezahlt gemacht und nur dem Iran genützt haben. Demokratie im Libanon fördert die Hisbollah. Demokratie in Gaza stärkt die Hamas. Und beide Länder sind jetzt enge Verbündete des Iran.
Die Fehler der Amerikaner nützen dem Iran. Sein Einfluss und Ansehen wachsen und er kann für noch mehr Unruhe sorgen. Um den Einfluss des Irans einzudämmen, erwägt Israel einen Präventivschlag gegen die iranischen Nuklearanlagen. So wie die Anlagen konstruiert sind, wird das das Programm höchstens verzögern, aber nicht ganz zerstören. Um mehr als einen Kratzer zu hinterlassen, bräuchte Israel die Hilfe der USA. Fragt sich, ob Amerika gewillt ist, einen militärischen Schlag Israels gegen den Iran zu unterstützen. Viele Amerikaner würden sagen, nein, warum sollten wir? Wir haben gerade ein paar scheußliche, teure Kriege in Afghanistan und dem Irak geführt. Und was haben wir davon? Krieg gegen den Iran wäre eine Katastrophe. Ein amerikanischer General sagte, mochtet ihr den Irak und Afghanistan, dann liebt ihr den Iran. Ein waghalsiges Spiel. Jede Seite reizt die andere aufs Äußerste. Israelische Politiker benutzen die Kriegsgefahr, um ihr Volk von eigenen Problemen abzulenken und die USA zu einer härteren Haltung zu zwingen. Die US-Regierung will so die Welt an die eigene Stärke erinnern. Der Iran nutzt die Bedrohung, um das Volk zu einen und in der Region Sympathiepunkte zu ernten. Und jeder weiß, dass bei dem Konflikt auch die Seewege und damit die Weltwirtschaft auf dem Spiel stehen. Und das nicht nur am Persischen Golf. Auch der Bab el-Mandeb könnte bei Konflikten zwischen den USA und dem Iran eine Rolle spielen. Das Tor der Tränen ist auf beiden Seiten von Bergen umgeben. Auf der afrikanischen Seite liegt Eritrea, ein kleines Land, das sich dem Westen schon immer widersetzt hat. Der Iran hat die diplomatischen Beziehungen zu Eritrea intensiviert. Gegenüber liegt der Jemen, der noch größere Sorgen bereitet. Das Land ist bergig, multiethnisch und erschreckend arm. Große Teile des Nordwest-Jemens werden von einer Rebellengruppe, den Houthis, kontrolliert. Die Houthis sind schiitische Muslime, eine weitere Verbindung zum Iran. Das macht die Saudis besonders nervös. Deshalb unterstützen sie die Regierung im Jemen so sehr. Saudi-Arabien hat keine Truppen in den Jemen geschickt. Wir haben die Grenzen gegen die Houthis verteidigt. Eine terroristische Organisation mit, wie wir vermuten, engen Verbindungen zum Iran. Im Jemen hat der arabische Frühling den pro-westlichen Präsidenten Ali Salih aus dem Amt gefegt und das instabile Land vor noch größere Herausforderungen gestellt. Saudi-Arabien und die internationale Gemeinschaft müssen verhindern, dass der Jemen als Staat scheitert. Druck von außen hat im Jemen zu einer kümmerlichen Demonstration von Scheindemokratie geführt. Auch um die Bevölkerung zu befrieden. Eine Wahl mit nur einem Kandidaten, dem ehemaligen Vizepräsidenten des Landes. Würde der Jemen nicht an wichtigen Seewegen liegen, hätte sich allerdings wohl kaum einer daran gestört. Die Unterstützung vieler Länder war für uns selbstverständlich. Aber jetzt spielen sie ihr Spiel. Die Menschen haben keine Angst mehr vor den Herrschern. Die Progress ist mittlerweile in den sicheren Gewässern des Mittelmeers unterwegs. Sie hat alle Gefahren umschifft. Und doch, heutzutage kann sich der Westen selbst im Mittelmeer seiner Vorherrschaft nicht mehr sicher sein. In Ägypten könnten sich schon bald Probleme auftun. Und Fremde drängen bereits mit Macht ins Mittelmeer. Iranische Marineschiffe sind das erste Mal vom Roten Meer bis ins Mittelmeer gefahren. Dieselben Schiffe, mit denen der Iran auch gegen die Piraten patrouilliert. Ein deutliches Zeichen des Irans an die NATO, die ja starke Präsenz im Mittelmeer hat, aber auch an Israel. Aber die Präsenz von Kriegsschiffen eines anderen Landes spricht in Zeiten des großen Spiels um die Macht über das Meer eine noch deutlichere Sprache. China verändert die Spielregeln gerade grundlegend. Das Land ist auf dem Weg zur Weltmacht. Aber es hat ein gewaltiges Ressourcenproblem.
Bei mehr als einem Fünftel der Weltbevölkerung verfügt China nur über 7,5% des urbaren Landes und 6% des Wassers. Das heißt, China ist extrem auf den Import von Ressourcen angewiesen. Um das alles bezahlen zu können, ist China zur Fabrik der Welt geworden. Es vergeht kaum eine Stunde, in der nicht zumindest ein Schiff mit chinesischen Exporten die Route der Progress kreuzt. Das aufstrebende Weltreich hat sich bereits ein Drehkreuz für seine Schiffe im Mittelmeer gesichert. Den Hafen von Piräus in Griechenland. China hat einen großen Handelsbilanzüberschuss erwirtschaftet und verfügt über enorme Devisenvorräte. Mit all den Devisen wird China am Ende die ganze Welt aufkaufen können. Sie werden zu einer führenden Macht im Rohstoffhandel. Ich würde sagen, das ist die wirklich imperiale Veränderung. Die Chinesen sind überall. Das Land hat einen riesigen Appetit auf Rohstoffe. Deshalb liegen ihre Interessen auch überall auf dem Erdball. Genau wie ihre Marine. Im Mittelmeerraum investiert China vor allem in Libyen. Hier arbeiteten lange zahlreiche chinesische Arbeiter. Libyen hat sehr viel Öl. Und es hatte einen Präsidenten mit Verbündeten in allen Lagern. Als dann der arabische Frühling auch Libyen erreichte, evakuierte die chinesische Marine die Landsleute. China musste 37.000 Arbeiter aus Libyen rausholen. Das zeigt, wie groß bereits heute seine globalen Interessen sind. Der chinesische Drachen tummelte sich bereits im Hinterhof Europas. Damit stand für den Westen in Libyen besonders viel auf dem Spiel. Und das Eingreifen in den Konflikt war nur logisch. Der Sicherheitsrat hat auf den Hilferuf des libyschen Volkes reagiert. Das Ziel ist klar: der Schutz von unschuldigen Zivilisten. Es hieß, man wolle ein Massaker verhindern. Aber dabei übersieht man gerne, dass Libyen einer der wichtigsten Ölproduzenten ist. Libyer, wie dieser Journalist, haben keine Zweifel, dass die Sicherung des Öls der wahre Grund für die westliche Besorgnis war. Die NATO braucht Öl. Aber solange sie uns helfen, werden wir ihnen auch weiterhin helfen. Die Befreiung Libyens und die Vertreibung der Chinesen aus dem dortigen Energiesektor ist ein Segen für den Westen. Aber es ist ein Irrglaube, dass man China für immer aus Libyen vertrieben hat. Ich nehme an, sie sind sehr schnell wieder zurück. Sie sind eine wirtschaftlich starke Alternative zu europäischen und anderen Vertragspartnern. Beim großen Spiel um Macht und Öl geht es um den Zugriff auf die Rohstoffe. Und Libyen spielt nicht nur wegen seines Öls eine wichtige Rolle. Das Land bietet auch den direkten Zugang zum rohstoffreichen Afrika. China sieht Afrika als die Lösung für den eigenen Rohstoffhunger. Zumal der Westen den schwarzen Kontinent lange vernachlässigt hat. Manche haben Afrika als humanitären Themenpark behandelt. Die Chinesen sehen den Geschäftspartner. Gehen Sie nach Afrika und Sie erleben die Geburt eines neuen Imperiums. Ressourcenreiche afrikanische Länder werden dem Westen immer häufiger abtrünnig. Und zu Geschäftspartnern Pekings. Aber China braucht auch Öl aus dem Persischen Golf, Öl von den Saudis und aus dem Iran. Doch noch ist China keine Seemacht im Golf. Nur die US-Marine ist in der Lage, die Seewege zu schützen und zu überwachen. Die USA waren es lange gewohnt zu bestimmen, wer wem Öl in der Golfregion verkauft. Aber die Chinesen lassen sich nicht so einfach im Zaum halten. So wird es sich China wohl kaum verbieten lassen, auch aus dem Iran Öl zu beziehen. Und China ist nicht das einzige asiatische Land, das seinen Energiebedarf in der Islamischen Republik stillt.
Indien hat seine wirtschaftlichen Beziehungen zum Iran ebenfalls intensiviert. Die alten Handelsnetze im Indischen Ozean funktionieren wieder. Und dabei hat der Westen kaum was zu sagen. Es wird schwerer für die USA, die Macht als Friedensfürst zu halten. Der Westen kann Somalia nicht kontrollieren. Die Piraten sind eine Bedrohung für alle. Und er kämpft mit neuen politischen Realitäten, wie in Ägypten, dem Jemen und Bahrain. Selbst Amerikas engste Verbündete sind nicht auf ewig sicher. Und dabei haben die USA bereits ein Vermögen im Nahen Osten ausgegeben. Beim Einmarsch der USA 2003 in den Irak wiederholte sich die Geschichte. Die Lehre daraus, im Nahen Osten sollte man sich zu keiner längerfristigen Verpflichtung der Landstreitkräfte hinreißen lassen. Das ist zu teuer. Und was hat man davon? Man zahlt drauf. Die Situation der US-Wirtschaft heute hängt auch damit zusammen, dass sie immer überall sein wollten. Die USA leiden an imperialer Erschöpfung. Die USA wirtschaften weit über ihre Verhältnisse. Den Großteil der laufenden Kosten decken wir aus Krediten, viele aus dem Ausland. Es geht nicht so weiter. Viele meinen, wir könnten unsere Verteidigungsausgaben durch Zauber oder Voodoo hochhalten. Aber das ist Blödsinn. Unter Reagan hatte die US-Marine 586 Kriegsschiffe. Heute sind es noch 286. Konfrontiert mit Schwierigkeiten an allen Fronten, entwickeln die USA eine neue Strategie. Nach Beendigung der heutigen Kriege werde ich die Behörde für nationale Sicherheit anweisen, der Mission im asiatisch-pazifischen Raum Priorität zu geben. Die USA wenden sich vom Nahen Osten ab und konzentrieren sich ganz auf die Eindämmung des chinesischen Einflusses. Wir stoßen ständig latente Drohungen an China aus. Wir können euch den Ölhahn zudrehen und ihr könnt nichts dagegen machen. So schafft man es vielleicht, trotz schwindenden Militärpotenzials, China in Schach zu halten. Aber man macht aus dem Konkurrenten, der bisher die Pax Americana unterstützte, einen Gegner. Die Chinesen sind zufrieden mit der Aufteilung der Welt. Sie profitieren davon. Wenn die Amerikaner sie nur nicht als möglichen Feind betrachten würden. Denn das zwingt China zu reagieren. Sie haben eine deutliche Erhöhung ihrer Militärausgaben angekündigt. Einen Großteil investieren sie in gegen die USA ausgerichtete Seestreitkräfte. Im Moment haben die Chinesen genug interne Herausforderungen zu meistern und wollen sich außenpolitisch nicht zu stark engagieren. Aber das Milliardenreich braucht die für Wachstum und Wohlstand notwendigen Rohstoffe. Und so wären sie froh, wenn der Westen die Sicherheit der Seewege auch weiter gewährleisten könnte. Es ist eine unsichere Welt. Die USA haben nicht mehr allein das Sagen. Wie die Chinesen damit umgehen, ist ihr Problem. Wenn der Westen wankt, leidet China. Und wenn der Westen wegen jedes neuen Mitspielers beleidigt ist, gibt es keine Chance auf Harmonie. Der Westen baut ab, weil der Rest der Welt aufholt. Versucht der Westen mit allen Mitteln, der Alleinherrscher der Welt zu bleiben und kämpft gegen alle, die sich seiner Kontrolle entziehen, wird er künftig gegen eine starke Strömung anschwimmen müssen. Die Zeiten, in denen es nur ein Weltreich gab, sind vorbei. Früher oder später wird die Welt multipolar sein. Eher früher als erwartet. Angesichts der wirtschaftlichen Realitäten in den USA und der politischen im Nahen Osten wird klar, dass ein noch so aggressives Vorgehen das Aufkommen neuer Kräfte nicht verhindern wird. Und mehr Gewalt wird zu einer größeren Instabilität der Seewege führen. Wir haben bereits eine multipolare Welt, wirtschaftlich, diplomatisch und politisch. Bald wird sie es auch militärisch sein. Wird es zu einer Einigung kommen? Oder wird die Zukunft von Konfrontation geprägt sein? Leichtfertiger Aktionismus jedenfalls könnte Auswirkungen haben, die alle bedrohen.
Das große Spiel um Macht und Öl hat gerade erst begonnen.